Was geht, Freunde, und herzlich willkommen zum nächsten FIFA 17 Mannschaftsupdate-Video mit Olympique Lyon im Jahr 2020. Und ja, Freunde, wir haben auf jeden Fall eine richtig krasse Mannschaft hier aufgebaut in den 4 Jahren, kann man sagen. Also wir hatten ja eigentlich 4 Jahre Zeit, also ist ja krass eigentlich auch noch, 4 Jahre, ne? Also vom Jahr 2016 bis zum Jahr 2020, wir hatten einfach 4 Jahre Zeit, eine krasse Mannschaft aufzubauen hier. Und das haben wir auf jeden Fall hingekriegt, also das muss man einfach mal so sagen. Wir haben auf jeden Fall schon mal einen krassen Keeper hier, also wir mussten den auch kaufen, muss man sagen. Davor hatten wir Lopez, der hatte glaube ich eine 90er Gesamtbewertung sogar, wenn ich mich nicht irre. Oder eine 88er, irgendwie so auf jeden Fall um den Dreh. Und dann konnten wir ihn leider nicht mehr behalten, irgendwie weil er seinen Vertrag und so weiter nicht verlängern wollte. Und ihr kennt das alles, Freunde, ihr kennt das alles immer. Und der Lafont hat auf jeden Fall eine krasse Gesamtbewertung, muss man sagen, für sein Alter, sagen wir es erstmal so. Und ich würde sagen, ich glaube, der entwickelt sich auch noch heftig in der nächsten Saison. Also wir haben ihn ja erst diese Saison geholt und wir haben ihn auch nicht hardcore trainiert, aber wir werden ihn auf jeden Fall noch in den nächsten Jahren hardcore trainieren. Also ich denke mal, über eine 90er Gesamtbewertung kommt er auf jeden Fall schon im nächsten Jahr. Kann ich mir sogar schon vorstellen, weil dieses Jahr haben wir ihn kaum trainiert, muss man sagen. Und dafür hat er auf jeden Fall eine gute Gesamtbewertung, hat sich auch gut entwickelt hier, +2. Und dann machen wir auf jeden Fall weiter mit der Verteidigung hier. Wir haben eine krasse Verteidigung, muss man sagen. Also allgemein, jede Position finde ich allgemein richtig krass. Hier einen krassen Rechtsverteidiger, 92 Antritt, 92 Sprintgeschwindigkeit. Kann sogar ja, einigermaßen dribbeln. Kann auf jeden Fall einigermaßen dribbeln hier. 78er Bewertung, da Manndeckung 85. Also wir haben schon mal einen guten holländischen Rechtsverteidiger. Also da bin ich stolz drauf. Ja, auf die Verteidigung bin ich mega stolz drauf. Eigentlich auf jede... Ja, Position bin ich eigentlich stolz drauf, muss ich ganz ehrlich sagen. Hier Marquinhos, der Beste von allen, wie ihr seht, hier von den allen 4 Verteidigern. Hier ist wirklich der Beste, wie es aussieht. Ja. Und der Jüngste ist, glaube ich, Mamana, oder wie der heißt. Ja, mit Marcelo, hier beide 24 Jahre alt. Was hat er eigentlich für eine ja, Nation? Italiener ist der hier. Und der ist Franzose, oder? Ne, Argentinier, okay. Hätte ich jetzt nicht gedacht hier. Also unsere Verteidigung ist auf jeden Fall schon mal richtig gut. Unser Mittelfeld ist eigentlich genauso gut, kann man sagen. Hier Guzzielo mit einer 87er Gesamtbewertung. Tolisso mit einer 88er Gesamtbewertung. Dribbler, Motor, eiskalter Torjäger. Hat auch richtig krasse Werte hier bei den körperlichen Attributen hier. Alles auf grün, wie ihr seht. Also hier Flanken nur auf gelb. Und sonst wollte ich es vielleicht noch auf gelb. Aber sonst alle Werte wirklich auf grün. Ne? Außer 2 Werte hier. Und natürlich auf Torwartspiel, ja klar. Torwartspiel ist natürlich alles rot, aber Torwartspiel interessiert jetzt auch keinen hier beim Zentralmittelfeldspieler allgemein, so bei Feldspielern interessiert das natürlich gar keinen hier. Also Dribbling 86, Abschluss 92, eiskalter Torjäger, Motor und so weiter. Der Typ geht schon auf jeden Fall ab. Und Guzzielo hier auch einfach richtig krass, Dribbler, Spielmacher. Und der Beste von den allen, ja von den dreien hier kann man sagen, ist einfach James Rodriguez. Den haben wir aber gar nicht trainiert, das ist halt das Ding. Aber egal, der Typ hat krasse Werte, muss man sagen. Hier krasse Spezialitäten, Spielmacher, Distanzschütze, Flankengeber, Freistoßspezialist, Akrobat, eiskalter Torjäger, kompletter Mittelfeldspieler mit 28 Jahren. Also das finde ich gerade bei seinem Zenit, muss man sagen. Hier, da geht auch mega ab. Abschluss 87, Dribbling 87, Freistoßpräzision 90. Und ja, und jetzt kommen wir zu unserer Offensive hier mit Maxwell Cornet oder wie der Typ auch immer ausgesprochen wird. Ist er sogar Franzose? Ja, er ist sogar Franzose hier. Kann auf jeden Fall noch im linken Flügel spielen, im rechten Flügel und noch im Sturm. Und er hat auf jeden Fall in 60 Spielen, Alter, einfach 60 Spiele in dieser Saison absolviert. Das ist krank. 14 Tore erzielt und 5 Tore vorbereitet. Also, boah, okay, 3 Spezialitäten, könnte vielleicht ein bisschen mehr gehen. Ist auf jeden Fall 23 Jahre alt, 4 Stände, schwacher Fuß, 87 Abschluss, 91 Dribbling und ist einfach mega schnell, muss man sagen. Hier 90 Antritt und 92 Sprintgeschwindigkeit. Und jetzt gehen wir weiter mit unserem Stürmer Paulo Dybala hier mit einer 92er Gesamtbewertung. Hat in 55 Spielen 31 Tore erzielt und 10 Tore vorbereitet. Also der geht auf jeden Fall auch mega ab hier. Flitzer, Dribbler, Distanzschütze, Freistoßspezialist, Akrobat, eiskalter Torjäger, kompletter Angreifer. 92er. Ich glaub's nicht, Mann, der Typ ist krass. 92er Gesamtbewertung. Wurde sogar Torschützenkönig in der Liga. Ist aber auch nicht schwer in der Liga, muss man sagen. Ist nicht so schwer wie in der Bundesliga oder so. Ist eigentlich viel einfacher hier natürlich in der französischen Liga Top-Torjäger zu werden als in der ja, englischen oder halt in der spanischen Liga halt. Aber der Typ hat auch kranke Werte. Ne? Antritt 95, Sprintgeschwindigkeit 90. Also unser heftigster Spieler, glaube ich so. Ja, von allen auf jeden Fall der heftigste, muss man sagen, von der Gesamtbewertung her und so weiter. Und ja, und jetzt gehen wir weiter mit meinem Lieblingsspieler aus der Mannschaft, muss ich sagen. Hier mit Memphis Depay mit einer 86er Gesamtbewertung. Hier hat er 59 Spielen. 26 Tore erzielt und 7 Tore vorbereitet. Eigentlich auch ganz schön viele Tore geschossen hier. Dafür, dass er nur eine 86er Gesamtbewertung hat. Ja, also man könnte sich bessere Spieler im linken Flügel holen, aber der Typ, finde ich, der spielt eigentlich jede Saison hier gut bisher bei Lyon. Hat bisher jede Saison gut gespielt, trifft
oft, wie man sieht, hier 26 Mal getroffen in 59 Spielen. In der Champions League nur 3 Mal getroffen und nur 2 Mal vorbereitet, aber dafür trotzdem insgesamt eine gute Saison gespielt in der Liga und so weiter und hat auch kranke Werte. Hier Flitzer, Dribbler, Freistoßspezialist, 92 Antritt, 92 Sprintgeschwindigkeit, 92 Dribbling. Also der Typ hat auch kranke Werte, muss man sagen. Und jetzt kommen wir auf jeden Fall zu unserer Reserve, kann man sagen, beziehungsweise zu unserer Auswechselbank hier, aber ist nichts Besonderes, glaube ich. Ja, der ist vielleicht noch was hier wert und so weiter, aber sonst, oha, der geht eigentlich auch mega ab, der Tusan. Oha, Alter, guckt euch mal, wie hat sich der bitte schön entwickelt? Haben wir den trainiert? Ich weiß gerade nicht, ob wir den trainiert haben. Kann sein, plus 12 Dribbling, also ich glaube, den haben wir trainiert, wie es aussieht hier. 34,5 Millionen wert, Alter, vielleicht Nachfolger hier von den anderen Spielern. Sieht auf jeden Fall krank aus und den Werten, der geht da schon hoch, muss man sagen. 5 Mal entwickelt in einer Saison, aber sonst nicht so interessante Spieler, wie es aussieht hier. Nee, keinen interessanten Spieler mehr. Sergi Darde vielleicht noch ein bisschen so, aber so Backup-Spieler, würde ich sagen. Und ja, würde ich mal sagen, Freunde, zeige ich euch nochmal hier, wie viele Tore wir geschossen haben und so weiter. Wer Torschützenkönig geworden ist, hier die Baller mit 24 Tore. Also der Baller ist einfach King, muss man sagen. Ja, mit 5 Punkten Vorsprung hier Meister geworden. 23 Gegentore nur kassiert, 75 Tore geschossen, 52 plus bei der Tordifferenz hier. Abgestiegen ist Bastia und Royce und Montpellier, glaube ich, auch, oder? Ich glaube, wir steigen alle 3 ab. Hier gibt es gerade, glaube ich, keine Relegationsspiele. Oh ja, aber ich würde sagen, dann schauen wir uns auf jeden Fall nochmal den Vereinswert und so weiter an. Vereinswert beträgt auf jeden Fall 1,11 Milliarden, Prognose 1,12 Milliarden hier und gesamte Trikotverkäufe hier 4 Millionen einfach. Das ist schon krank für Olympic Lyon, das ist auf jeden Fall eine kranke Sache, muss man sagen. Meistverkaufte Trikots auf dem ersten Platz, Dybala, zweiter Tolisso, dritter Memphis. Wocheneinnahmen beträgt ungefähr hier 1,06 Millionen. Merchandising-Einnahmen hier beträgt ungefähr 226 Millionen. Dann würde ich mal sagen, schauen wir uns nochmal unsere gewonnenen Pokale und so weiter an. Hier Ligameisterschaften 2 Mal geholt, also 2 Mal Ligameister gewonnen. Eigentlich jetzt noch ein 3. Mal hier. Und das wurde aber irgendwie nicht mitgezählt jetzt hier das 3. Mal. Ich weiß nicht warum, aber auf jeden Fall sind wir eigentlich 3 Mal Ligameister gewonnen jetzt. Und 2 Mal auf jeden Fall den französischen Cup hier gewonnen, wie ihr seht, 2 Mal. Und gewonnener kontinentale Pokal, also die Champions League auch 2 Mal gewonnen. Höchster Sieg 5-0 gegen Urawa, wer auch immer das ist, keine Ahnung. Höchste Niederlage 4-1 gegen FC Bayern. Rekordablöse 40 Millionen und Gesamteinnahmen als Trainer 14,555 Millionen. Und in 253 Spielen 171 Siege rausgeholt, 41 Unentschieden, 41 Niederlagen, 458 Tore geschossen und 184 Gegentreffer. Wir haben, glaube ich, sogar jedes Jahr die 100 Tore geknackt. Das ist einfach krank, Alter. Lopez haben wir verkauft, doch, für 95 Millionen, wie ihr seht. Der Lopez haben wir doch verkauft hier. 113 Tore geschossen hier diesen Jahr. Und im letzten Jahr 111, ich glaube 113 müsste sogar das Beste sein, oder? Ne, 126 sogar hier im zweiten Jahr, krass, in der zweiten Saison also. Aber wir haben wirklich jedes Jahr die 100 Tore geknackt, unglaublich, Freunde. Also ihr könnt mal gerne in die Kommentare schreiben, mit wem wir als nächstes ein Mannschafts-Update-Video machen sollen. Also morgen müsste auf jeden Fall wieder ein Spieler-Update-Video kommen und übermorgen vielleicht wieder ein Mannschafts-Update-Video. Also schreibt mal gerne in die Kommentare, mit wem wir halt als nächstes ein Mannschafts-Update-Video machen sollen. Also die Videos kommen auf jeden Fall jetzt jeden Tag um 17 und 19 Uhr. Nicht vergessen, 17 und 19 Uhr, vielleicht sogar 17 und 21 Uhr, muss ich mal schauen, aber eigentlich 17 und 19 Uhr. Und ja, Freunde, falls euch die Folge gefallen hat, Freunde, macht einfach nichts. Haut rein, bis zum nächsten Mal und ciao.